die letzten Bahnpräparationen hinten und dann ist angerichtet. Farbpulling mit dem Desperado hier zu Gastbos in Schlagersdorf. Los geht's für ihn. Case 2090, 6 Zylinder, 600 PS, 8,3 Liter Hubraum. Los geht's für den turbogeladenen weißen Case. Attacke! Jetzt hat er auch den für die Farbpulling-Serie fertig gemacht. 4,5 Tonnen Sportklasse. Red Evolution Stage 2. Sportklasse in Deutschland unterwegs. André Wiedenhöft, Black Beast. Turbolader ist aufgebaut mittlerweile
Und er hat nochmal die Drehzahl nach oben korrigiert hier. Im zweiten Gang 48 Stundenkilometer. Und er fährt 110 Meter. Er bestätigt seine Leistung aus dem ersten Konfigurationspool und fährt abermals Fullpool. Hier bei uns in Schlagersdorf, die Niederlande schlagen zurück. Auf geht's, Red Stallion 2. White Stallion 2 natürlich. Wahnsinnig auf und Max Soltau, er muss da ein bisschen vom Gas gehen und dann steht das Gespann natürlich aufgrund der hohen Bremswirkung sofort 84 Meter 26, 84 Meter 26, der erste ist wieder. New Blue Diesel im Finale 34-04. Finaldurchgang, André Wiedner, Black Beast. Und das reicht nicht für die neue Messweite. 82,70 Meter. 82,70 für Black Beast. Der Red Evolution bleibt vorne vor dem Black Beast. Das ist eine kleine Überraschung. Das hätte ich so nicht erwartet. Der André Wienhöft knapp hinter Max Soltau und dem Red Evolution 2. Der ist trotz der... Steht ungefähr da, wo der Mr. Ruggie auch gestanden hat. Nein, reicht nicht ganz. 81 Meter 26 für den 85 Meter Bestmarke vom Black, von Mr. Ruggie. Bin mal gespannt, wo es hingeht. Allerbeste raus, auch das ist ein guter Pol, aber reicht das? Nein! Es reicht nicht, das sind 80 Meter 21. Er kommt als letztes hier auf die Bahn, letzter Finalpol, Daniel Rosenberg, Desperado! Das darf nicht wahr sein, da biegt er links ab, der Daniel Rosenberg. Das kann nicht angehen. Einmal mehr stellt er den Blue Fighter quer. Das hat er ja schon ein paar Mal gemacht. Da ist los. Wie gesagt, er fährt außerhalb der Wertung. Aber wir wollen natürlich mal sehen jetzt, wie weit es geht. White Stallion 2 zu Gast bei uns im Schlagersdorf. Startfreigabe erteilt. Los geht's. Thank you.
Kopfbäcker noch ein bisschen attraktiver. Es reicht nicht für die Bestweite. 84,13 Meter. 84,13 Meter für den White Stallion 2.